Der mutige Dave. Vor langer, langer Zeit kam im dichten Wald eine Hexe an, die sehr, sehr müde war von ihrer Reise, von der Suche nach dem Dieb. Dieser Unhold hatte ihre Schätze gestohlen. Ich habe lange darauf gewartet, deine Schätze zu erwerben. Jetzt, wo du alt und schwach bist, habe ich sie endlich. Wenn du alte Hexe ihre Schätze zurückhalten möchte, holst du sie sich über den großen Fluss hinaus. Du Unhold, du weißt nicht von meiner Macht. Ich werde dich finden, bekämpfen und mir alle meine Schätze zurückholen. Jetzt wusste sie, wo der Unhold lebte. Und sie ließ sich in der Nähe des großen Flusses nieder. Aber die Hexe war alt und sich ihrer Magie bewusst. Doch hatte sie nicht mehr die Kraft, gegen diesen Dämon zu kämpfen. Sie brauchte Hilfe. Gleich außerhalb des Waldes gab es ein kleines Dorf. Die Hexe dachte sich einen Plan aus, um Hilfe zu bekommen. Komm schneller, du langsamer Stupser! Egal wie sehr wir es versuchen, wir können nicht mit dir mithalten. Komm, komm, komm zu mir, mein Kind. Du hast noch Arbeit. Während Dave versuchte, auf den Ball zu springen, Dave fiel vom Hügel hinunter und erwachte in einer Hexenhütte. Oh, wer bist du? Bist du eine Hexe? Ja, ich bin eine Hexe. Ich bin dir zu hässlich und zu unheimlich, nur weil ich anders bin. Ich wusste, kein Mensch würde mir alt und hässlich helfen wollen. Darum musste ich mir einen Trick überlegen, damit ich dich dazu bringen kann, hierher zu kommen. Aber geh schon, ich habe noch meine Magie und werde es schon schaffen. Tut mir leid, ich wollte dich nicht wehtun. Ihr Menschen seid alle gleich. Ihr denkt, dass alle Hexen schlechten wären, als ob es nie schlechte Menschen gegeben hätte. Geh weg! Es tut mir leid. Bitte, sag es mir, Tante. Was kann ich für Sie tun? Bist du sicher? Ja, ich habe jedoch eine Bitte. Meine Eltern müssen sich Sorgen machen. Können Sie bitte etwas zaubern, dass Sie sich keine Sorgen machen? Dann werde ich tun, was du mich fragst. Na gut. Ich werde einen Zauber auf dein Dorf legen, das alle pausieren lässt, bis du meine Aufgabe erledigt hast. Danke sehr. Du musst hungrig sein, Junge. Hier, nimm das. Das ist großartig. Was ist das? Besonderes Hexenessen. Ich werde dir mehr besorgen. Iss so viel du möchtest. Dave aß so viel er konnte. Dann erklärte ihm die Hexe die Aufgabe, die erledigen sollte. Der Unhold, der jenseits des großen Flusses lebt, hat mir meine kostbaren Schätze gestohlen. Ich bin zu alt und zu müde. Ich möchte, dass du sie mir zurückholst. Aber ich habe keine Magie oder Kraft, denn ich bin nur ein Junge. Ich werde die guten Geister bitten, dir Kraft und Weisheit zu geben, aber dafür musst du ihnen gefallen. Wie, Tante Hexe, soll ich ihnen gefallen? Du musst fasten, bis alle guten Geister kommen, um dir ihren Segen zu geben. Lege dich dort drüben an das Feuer, damit dir nicht kalt wird. Ich werde alle Kreaturen des Waldes rufen, damit sie dir Gesellschaft leisten, während du fastest. Wie du sagst, Tante, ich würde dir helfen.
Also legte sich Dave ans Feuer und alle Kreaturen des Waldes kamen abwechselnd, um ihm Gesellschaft zu leisten. Auf diese Weise vergingen 20 Tage. Eines Nachts, als Dave schlief, hörte er ein schwaches Murmeln. Die Geister versammelten sich um ihn. Am nächsten Morgen kam die Hexe mit einer Schüssel Essen zu ihm. Du hast 20 Tage gefastet. Du bist ein starker Junge. Du musst sehr hungrig sein. Hier, nimm das. Danke dich. Sind alle guten Geister gekommen und haben dich mit ihren guten Geschenken gesegnet? Ach nein, einige Geister kamen, andere blieben weg. Sie sagten mir, ich hätte nicht lange genug gefastet. In diesem Fall musst du noch länger fasten. Willst du das tun, mein Sohn? Ich habe dir versprochen, dir zu helfen, also werde ich das tun. Und der Junge lag sich wieder neben das Feuer und alle Kreaturen aus dem Wald kamen wieder, um ihm Gesellschaft zu leisten. Auf diese Weise vergingen weitere 10 Tage. Und eines Nachts kehrten die guten Geister zurück. Am nächsten Morgen kam die Hexe und brachte Dave Essen und fragte ihn erneut. Sind alle guten Geister gekommen und haben dich mit ihren guten Geschenken gesegnet? Leider nicht. Einige Geister kamen, andere blieben weg. Sie sagten mir, ich hatte nicht lange genug gefastet. In diesem Fall musst du noch länger fasten. Willst du das wirklich tun, mein Sohn? Ich habe dir versprochen, dir zu helfen. Also werde ich es tun. Aber dieses Mal, als Dave sich hinlegte, kehrten die Geister zurück. Wir freuen uns über Ihr Pflichtbewusstsein. Wir werden Ihnen alle unsere Geschenke geben. Sie sind jetzt stark und weise und können nach Belieben größer und kleiner werden. Dave und die Hexe waren zufrieden. Sie danken den guten Geistern und nun war es an der Zeit, die Hexenschätze von dem Unhold zurückzuholen. Der Unhold nahm mein ganzes Gold und er nahm meine magische Brücke. Eine Brücke, die ich mit allen meiner magischen Kräften entworfen hatte. Eine Brücke, die sich auftun kann und so groß werden kann, um einen Bach oder aber einen Ozean zu überqueren. Eine Brücke, die bis zum Himmel reichen kann oder aber auch hinunter in die Erde. Du musst sie mir zurückbringen. Die Geister haben mir Kraft und Intelligenz gegeben. Ich bin sicher, ich werde es schaffen. Nimm sie und hab keine Angst. Wenn du ihnen vertraust, wirst du die Möglichkeit haben, über den großen Fluss zu gehen. Ich werde tun, was du sagst. Also verließ Dave das Haus der Hexe und ging in Richtung des großen Flusses. Der Fluss war stark, kraftvoll und unheimlich. Dave hatte Angst, hineinzugehen. Aber er hatte der Hexe sein Versprechen gegeben. Er konnte nicht zurück. Also riss er sich zusammen und ging wieder in das Wasser hinein. Dave überquerte den Fluss und erreichte das Haus des Unholds. Er guckte durch die Fenster. Er sah, dass der Raum voller goldenen Säcke war. Und die Brücke stand in einer Ecke. Durch das Küchenfenster sah ein Koch, der den Unhold ein Festmahl zubereitete. Dave hatte eine Idee. Er machte sich klein und kletterte durch das Fenster in die Küche und versteckte sich hinter einem Glas mit rotem Pfeffer. Oh, das ist köstlich. Oh,
Der Chef ist da. Und sein gesamtes Haus mit dem Hexengold und der magischen Brücke. Und kehrte zurück zum Haus der Hexen. Ich habe nicht nur deinen Schatz, aber auch den Unhold mitgenommen, damit du ihn bestrafen kannst, sodass er nie wieder von jemandem stiehlt. Es gibt nur eine Sache zu tun. Jetzt soll er für immer hier bleiben, damit er nie wieder jemanden, der alt und schwach ist, etwas antun kann. Das war das Ende für den Unhold. Die Hexe war Dave sehr, sehr dankbar. Ich danke dir. Jetzt kann ich zurück in meine Welt. Mutiger Dave, du hast mir so sehr geholfen. Sag mir, was kann ich für dich tun? Frag mich für irgendetwas. Tante, lass mich nach Hause gehen, so wie ich war. Ich möchte keine Kräfte und besondere Magie. Denn Menschen wissen nicht, wann wir anderen mit ihnen verletzen können. Die Geister haben dich mit wahrer Weisheit gesegnet, Dave. Sehr gut. Ich werde dich zurückschicken, so wie du warst. Aber weil du dir deine Kräfte verdient hast, werden sie zurückkommen an dem Tag, an dem du sie brauchst, um jemandem wirklich zu helfen. Wir sind stolz auf dich, tapferer Dave. Und so kehrte Dave zurück nach Hause. Und die Hexe ging über die Sterne mit ihren Schätzen und ihrer kostbaren Brücke. Das Ende.